Geist! Tötet mich nicht! Was ist hier los? Lasst mich gehen! Ich nehmt euch, was ihr wollt! Ich bin kein Dieb. Ja, jeder weiß, dass ihr Karawanen angreift. Der Geist und der Dämonen, Sensei. Sensei Ishikawa? Das ist eine Lüge. Ich hab euch selbst gehört. Uns gehört? Wann? Nicht lange her. Ihr seid die Straße hoch wie hungrige Wölfe. Warum wird Sensei Ishikawa und mir ein Überfall vorgeworfen? Ich muss nach Norden, den Verantwortlichen finden. Klingt nach Ärger. Sakai! Sensei! Höchste Zeit, dass ihr kommt. Gern geschehen, Sensei. Ihr seid der Geist. Was ist hier passiert? Ein Überfall auf seine Karawane. Viele Angriffe derzeit. Tomoe steckt dahinter. Sie sät Paranoia und Furcht. Greift Karawanen an, beschuldigt uns. Ich erreichte seine Gruppe zu spät. Rettete ihn, aber nicht die anderen. Wo war der Überfall? Nicht weit. Wieso? Wir finden die Stelle und verfolgen die Spuren von Tomoes Gruppe. Das ergibt Sinn. Was ist? Nichts. Sie macht mich rastlos. Wir setzen dem ein Ende. Ruht euch aus. Esst, was ich euch gab. Und wartet ein wenig, bevor ihr aufbrecht. Danke, Sensei. Zeigt mir den Ort des Überfalls. Wie habt ihr mich gefunden? Jemand hörte, dass ein Konvoi verfolgt wird. Wegen Tomoe werden die Straßen gemieden. Als ich hörte, dass ein Händler eine Lieferung wagt, bin ich ihm gefolgt. Warum greift Tomoe Lieferungen der Präfektur Kushi an? Das hat keinen strategischen Wert. Nein. Der Kushidera-Tempel inspiriert die Menschen. Vielleicht wollen die Mongolen die Moral hier brechen. Ihr klingt nicht überzeugt. Es ist einer der Gründe. Nicht alle. Tomoe hat alles verraten, was ich sie lehrte. Anschließend mich. Und danach ihr Land. Ich werde sie bis zum Horizont verfolgen. Da ist der Konvoi. Und noch mehr Opfer Tomoes. Mal sehen, was wir herausfinden. Alle sind tot. Japanische und mongolische Pfeile? Natürlich. Es ist eine Warnung an die Einwohner Kushis. Von Tomoe. Von Fürst Sakai und Sensei Ishikawa. Niemand darf auf diesen Straßen reisen. Sonst droht der Tod. Plump, aber effektiv.
Sie sind die Straße entlang. Und wir finden sie. Tomoe und ihre Männer werden nie wieder jemanden in dieser Präfektur überfallen. Kommt. Kage, komm! Schnell! Steigt hier ab! Schnell! Keine Zeit zum Auskundschaften! Wer stürmt hier mit halboffenem Hakama los? Warum ist sie alleine hier? Ich schneide sie los. Helft mir! Stillhalten. Oh nein! Nein, bitte! Nein! Wir wollen helfen. Sie sagte... Tomoe, was sagte sie? Sie sagte... Ich dürfe leben, bis der Samurai kommt. Nein! Dort oben! Tomoe hat uns eine Falle gestellt und wir sind hineingetappt. Ich sprach mit ihr vor 2 Tagen. Tomoe? Der Gefangenen. Sie erzählte von einer Japanerin, die bei den Mongolen war. Ich bat sie, ihr Lager ausfindig zu machen und mir zu berichten. Was habt ihr? Es hätte auch anders laufen können. Wir könnten jetzt vor Tomoes Leichnam stehen. Ihr erklärt, was einen Krieger ausmacht. Wie Tomoe das unterläuft. Doch ihr seid genau wie sie. Ihr erwartet, dass wir perfekt sind. Euer Onkel. Ich. Masako Adachi. Doch nur ein Kind erwartet Perfektion von Älteren. Vollendet den Gedanken, Sensei. Wir alle tragen Waffen. Wir alle wählen zwischen Leben und Tod. Und ihr fühlt euch zu wohl mit dieser Macht. Würde ich das nicht, wäre ich tot. Ebenso wie ihr, Geist. Nicht jeder ist ein Samurai. Doch wir sind alle Mörder. Wir müssen uns noch um ein Lager in Otsuna kümmern.